Ja, herzlich willkommen, liebe Kollegen und Kolleginnen hier auf Schwimmbad TV zu einem weiteren Video. Ich habe mich die letzte Zeit sehr intensiv mit der Thematik Beckenbau, also Schwimmbeckenbau beschäftigt, vor allen Dingen aber zu dem Thema Beckenbau der Zukunft, nachhaltiges Beckenbauen und vor allen Dingen auch Beckenbauen, das es möglich macht, mehrere Nutzungen in einem Becken zu vereinen, um nicht 25 verschiedene Schwimmbecken zu haben, was ja natürlich auch die Energiekosten und so weiter in die Höhe treibt, sondern dass es vielleicht auch kleineren Kommunen möglich macht, ein viel breiteres Nutzungsspektrum abzubilden. Und in meiner gesamten Recherche bin ich immer wieder auf den Slogan getroffen, Edelstahl in seiner schönsten Form und Farbe. Dazu war ich mit der Kamera unterwegs, für euch in Italien, in Desenziano, bei Myrtapools, dem Weltmarktführer im Beckenbauen. Also dranbleiben, viel Spaß, let's go! Markus, grüß dich! David! Und vielen Dank für die Einladung. Gerne. Ich bin beeindruckt. Wir sind hier in Desenziano, eingeladen von Myrtapools. Denn ich habe, wie ihr wisst, natürlich unheimlich viele Fragen. Und ich wollte einfach mal wissen, wie wird denn so ein Edelstahlbecken gebaut? Und dafür sind wir jetzt hier. Und Markus erklärt uns. Genau. Also, unsere Edelstahlbecken werden ganz einfach gebaut. Wir bauen die in über 70 Ländern der Welt seit 1961. Das Geheimnis dabei ist eigentlich die Modulbauweise. Modulbauweise bedeutet, dass wir die Becken schrauben und nicht schweißen und dass wir dadurch sehr schnell die Becken auch installieren können. Das sieht man insbesondere bei den Wettkämpfen, wo wir meist nur 7 bis 10 Tage haben, um die Becken überhaupt aufzustellen. Das ist jetzt schön zusammengefasst, aber was ich mir immer für eine Frage gestellt habe, wer ist eigentlich Myrtapools? Und ich habe festgestellt, Myrtapools ist ein Weltkonzern. Das ist richtig. Es ist einerseits ein Weltkonzern, einerseits ein Familienunternehmen. Das ist ganz wichtig, weil dadurch, dass wir ein Familienunternehmen sind, auch die Entscheidungs-, Diskussions- und Reaktionswege viel kürzer sind und wir dadurch auch Produkte entwickeln können mit einem Rhythmus, den andere Unternehmen so nicht hinbekommen. Das Unternehmen wurde 1961 gegründet von Giorgio Coletto. Das ist unser Patron, mittlerweile 87 Jahre alt, aber immer noch im Unternehmen aktiv tätig, wenn auch nicht mehr jeden Tag. Geführt wird das Unternehmen von Roberto, seinem Sohn, und mittlerweile eben in zweiter Generation. Und auch sehr erfolgreich, wie Sie vielleicht sehen bei den Wettkämpfen, die man so im Fernsehen sieht. Das heißt, die Becken bei Olympia, bei den Weltmeisterschaften, das sind Myrtapools. Das sind Myrtapools, also meistens. Wenn es nicht schon Becken gibt, dann bauen wir die. Und immer öfter bauen wir sie für diese Events auch als temporäre Becken. Das ist ganz wichtig, weil es sich ja sehr oft nicht lohnt, ein Riesenstadion für Schwimmen zu bauen, weil das ja hinterher auch weiterhin betrieben werden muss und sehr teuer ist in der Unterhaltung. Also nimmt man sich irgendwelche Multifunktionsarenen und die werden dann angemietet und dort baut man dann ein temporäres Becken in sehr kurzer Zeit hinein. Dieses Becken wird dann abgebaut nach dem Event und sehr oft kommt es als dauerhaftes Becken zum Einsatz in Nachbargemeinden. Und das ist toll, weil dadurch, sage ich mal, haben die Bürger etwas davon. Ja, das ist nachhaltig. Das ist nachhaltig. Die schwimmen dann in einem Becken, wo die Champs geschwommen sind. Okay. Und das kommt extrem gut an. Aber wenn du sagst, es geht recht schnell, von welcher Zeitspanne sprechen wir da? Also ich sag mal so, ich würde nie einen Vertrag unterschreiben, der weniger als 2 Wochen Aufbauzeit hat. Aber sehr oft werden wir natürlich, ich sag jetzt mal, genötigt, das schneller zu machen. Dann haben wir die Füllzeit, die in Zukunft. Und sehr oft, wenn wir das Becken in 7 oder 10 Tagen bauen, kommt dann die Hygienebehörde und will 2 Tage, um den Wassertest zu machen. Der Klassiker. Ja, ist so. Der Klassiker. Hochinteressant finde ich auch, diese Konstruktion und diese Art der Beschichtung, denn unter dieser, wie sagt man bei euch? Edelstahl-Panel-Konstruktion. Ja, da steckt ja ein Patent dahinter, das ursprünglich aus Deutschland kam. Das ist ein deutsches Patent, das hat das Unternehmen in den 70er Jahren erworben.
Und ohne jetzt zu sehr in die Details zu gehen, war das damals ein sehr einfaches Patent. Da war verzinkter Stahl im Spiel, da war irgendein PVC im Spiel. Und heute arbeiten wir ausschließlich mit hochwertigen Edelstählen und mit Oberflächen aus harten Materialien, die auf das Material auflaminiert werden. Das war früher nicht der Fall. Ja, ja, um da vielleicht noch mal ein bisschen ins Detail zu gehen. Das heißt, ihr habt auch ein besonderes Edelstahl gewählt, das dann auch diese Beschichtung möglich macht. Ja? Das ist richtig, weil es gibt ja über 130 Edelstähle auf dem Markt. Wir kennen, oder die meisten Leute kennen gerade mal zwei, das ist der V2A und der V4A. Ja. Da haben wir früher mitgearbeitet, aber wir haben herausgefunden, dass es noch einen Edelstahl gibt, der sich viel besser beschichten lässt und mit einer höheren Qualitätsgarantie. Das ist ein ferritischer Edelstahl, es ist der 14509. Okay. Der lässt sich nicht nur besser beschichten, sondern lässt sich auch besser verarbeiten. Das heißt, biegen, lochen und stanzen. Mhm. Weil unsere Konstruktion ist ja eine geschraubte Konstruktion und nicht eine geschweißte Konstruktion. Ja, wo wir dann später im Bauprozess nochmal, im Produktionsprozess dazukommen. Jetzt sehen wir es ja hier im Hintergrund schon, diese Modulbauweise. Ja, wir haben hier einzelne Steps, die ich mir dann quasi in der Planung zusammensetzen kann, wie ich will. Ja, das ist richtig. Einerseits haben wir die Standardisierung durch die Modulbauweise, andererseits haben wir aber die Möglichkeit, ein maßgeschneidertes Becken zu fertigen. Ja. Also wir sehen hier ein rechteckiges Becken, aber was wir hier rechteckig sehen, das geht auch in der Freiform, insbesondere in der Hotellerie ist das sehr wichtig. Und wir haben halt die Möglichkeit, dadurch eigentlich alle Formen abzudecken und auch alle Projektarten abzudecken. Wir bauen in der Höhe bis 3 Meter Wassertiefe. Das ist zum Beispiel für Becken, wo wir Synchronschwimmen haben, da ist 3 Meter gefordert. Alles andere wird halt entweder mit Edelstahl ausgekleidet oder mit Folie, alles was drunter liegt. Das heißt, auf der einen Seite die Konstruktionsart, wir sehen es jetzt hier an der Seite, es ist recht schnell, 7 bis 10 Tage, sagst du? Im temporären Falle. Also bei der normalen Baustelle reden wir von 4 bis 6 Wochen, sag ich einmal, für ein 50 Meter Becken. Ja. Weil bei temporären Becken habe ich natürlich auch 30 Mann auf der Baustelle. Ja. Das ist so. Aber, und das finde ich hochinteressant, gerade wenn ich jetzt einen Altbau habe, ein altes Betonbecken, Keramikbecken, das kann ich auch recht schnell und einfach mit eurem System wieder auskleiden und zu einem neuen Becken machen, ohne dass ich jetzt komplett diesen ganzen Abriss habe. Ja, das ist eine Produktlinie, die gehört zur Familie Mürter, zur Produktfamilie, heißt aber, der Name ist Renovaction, da stecken zwei Namen drin, also Renovierung, Renovation und Action, also Aktion. Okay. Und mit dem System kann ich bestehende Becken auskleiden mit, ich sage mal, minimalem Abrissaufwand. Das ist ganz wichtig, weil dadurch spare ich Zeit und ich spare auch Geld. Ja. Ihr habt einen Slogan. Wie? No Mürter, no Party. Das ist einer. Aber du meinst den anderen Slogan? Ich meine den mit Edelstahltechnologie in seiner schönsten Form und Farbe. Genau. Und da steckt eigentlich alles drin. Das ist so. Ja. Ja. Ihr habt es geschafft, diese Blechwanne, wie man immer sagt, dieses kühle, kalte, designmäßig auf ein neues Level zu bringen. Ja, das ist richtig. Hier sehen wir es zum Beispiel auch. Wir haben jetzt hier dieses beschichtete Edelstahl. Es ist weiß, es wirkt ganz anders, aber kombiniert mit einer Keramik. Genau. Und es ist ja eigentlich so, man hat entweder ein Keramikbecken, ein Kunststoffbecken oder ein Edelstahlbecken. Genau. Ihr habt es geschafft, das zu vereinen. Ja. Das ist so, dass unsere Technologie ja eigentlich erfunden wurde, um Schwimmbecken zu bauen. Ja. Während Betonbecken und Edelstahlbecken und andere Technologien ja von anderen, sag ich mal, Nutzungen herkommen. Mit Beton baue ich viel, mit Edelstahl baue ich viel und eben auch Schwimmbecken. Mürter baue ich eigentlich nur Schwimmbecken und neuerdings bauen wir auch Dampfkabinen und alles, was zum Wellness gehört. Das haben wir von der Schwimmbadtechnologie übertragen. Aber es wurde eben erfunden und über die Jahre auch weiterentwickelt, ausschließlich für den Schwimmbadeinsatz. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das heißt, wir haben es hier mit einer Technologie zu tun, die kein Hybrid ist, sondern es ist eine Technologie, die für den Schwimmbadbau erfunden wurde. Sehr geil. Wollen wir diesen Prozess einfach mal chronologisch angehen? Das heißt, es kommt ein Plan rein, beziehungsweise ihr plant selber. Ja. Ja. Es ist so, eigentlich vorm Plan kommt nochmal was ganz anderes. Ich sage immer zu meinen Mitarbeitern, die wir neu einstellen und die den Vertrieb machen, sage ich, Leute, was ihr lernen müsst, das ist ganz wichtig, es ist Zuhören. Ihr müsst dem Kunden nicht irgendetwas verkaufen. Wir haben sehr viele Entscheidungsträger, ganz am Anfang eines jeden Projektes.
Das kann der Bademeister sein, der Bürgermeister, das kann der Architekt sein. Und alle haben ihre Anforderungen und die müssen wir verstehen. Mhm. Aus diesen Anforderungen entsteht normalerweise ein erster Vorschlag. Also wir nennen das Concept Drawing, was dann miteinander diskutiert wird und auch, sage ich mal, zur Produktionsreife gebracht wird. Dann gibt es natürlich, je nachdem, ob das Projekt privat oder öffentlich ist, gibt es die ganzen Leistungsphasen. Da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Wenn wir dann zu einem Projekt kommen, läuft es so, dass es dann im Detail geplant wird. Es gibt die Produktionsplanung und dann kommen wir erst zur Produktion. Die Produktion, die ist im Prinzip recht einfach, die ist in vier Schritten. Das heißt, wir haben einmal den Laminationsprozess. Dort wird auf das nackte Edelstahl die weiße Oberfläche auflaminiert. Ja. Das Ganze geschieht in einem Ofen. Der Ofen ist mittlerweile genauso alt wie das Unternehmen. Ja, weil das ist das Herzstück eigentlich. Das ist das Herzstück. Das ist über die Jahre mitgewachsen. Mhm. Wir haben jetzt, glaube ich, vor 10 Jahren oder vor fünf Jahren haben wir nochmal ein Upgrade gemacht mit den ganzen Temperaturkontrollen. Mhm. Und das ermöglicht uns eben eine Qualität zu liefern, die eigentlich in allen Einsatzbereichen dann auch die Funktion und die Langlebigkeit des Beckens garantiert. Nach dem Laminationsprozess haben wir den Zuschnitt- und Stanzprozess. Mhm. Das Ganze erfolgt mechanisch und wir bereiten dort praktisch das abgewickelte Blech vor mit all seinen Zuschnitten und Löchern für zum Beispiel die Unterwasserscheinwerfer, die Kameras, die Unterwasserdüsen, die ganzen Löcher, dass das Becken nachher aus den Panelelementen zusammenschraubbar ist. Und nach diesem Schritt haben wir den Biegevorgang. Im Biegevorgang haben wir das abgewickelte Blech, das wird zurechtgebogen, sodass wir ein Kassettenelement zum Beispiel hier erhalten. Ja. Oder dass wir mehrere Elemente erhalten, aus denen wir dann die Nischenleiter machen. Oder die Rinnenelemente. Die Rinnen werden zum Beispiel alle so geformt, dass wir fertige Rinnenelemente von ca. 1,8 Meter Länge haben, die dann ineinander verschachtelt so verschickt werden, dass wir praktisch 50 Meter Becken in nur 2 Containern überall auf die Welt verschicken können. Jetzt waren wir beim Biegen, beim Stanzen. Genau. Und dann kommt die Veredelung eigentlich. Ne? Ja, es kommt praktisch noch eine Phase, die ist ganz wichtig, weil wir haben ja dadurch, dass wir alles vorfertigen, haben wir 100% der Qualitätskontrolle im Haus. Wir haben aber nur 50% der Arbeit geleistet, weil das Becken muss ja zusammengebaut werden. Und wir wissen ja alle, dass auf der Baustelle eigentlich die meisten Pannen passieren können. Das heißt, wir liefern auf die Baustelle Teile, die schon so vorgefertigt sind, dass ich das nicht mehr auf der Baustelle machen muss und vereinfache so den gesamten Prozess. Das ist zum Beispiel die Nischenleiter, die kommt komplett vorgefertigt und braucht nur noch installiert zu werden. Das ist der Bodenablauf, das können zum Beispiel hinter dir die Targets sein für die Anschlagwände. Das wird alles bei uns schon pronto picobello aufgemalt. Das ist halt, weil auf der Baustelle passieren halt die meisten Probleme. Und die kosten richtig Geld und das müssen wir vermeiden. Ja, ich habe mir euer gesamtes Unternehmen angeguckt. Ich durfte in alle Bereiche rein. Das ist nicht immer so. Mhm. Ja, ihr seid da komplett offen. Das ist hier dieser italienische Flair. Ich liebe es. Aber ihr habt alles unter einem Dach. Das ist richtig. Das ist jetzt sowohl die italienische Gastfreundschaft, als auch die Tatsache, dass wir eigentlich nichts zu verbergen haben. Weil ich sag mal, die sogenannten Geheimnisse, die liegen im Detail. Die kann man auch nicht abfotografieren. So, ich durfte sogar in eure sogenannte James-Bond-Abteilung reingucken, die 007-Abteilung. Genau. Erzähl uns, was ist das? Ja, wenn wir Gäste haben und wir kommen in diese Abteilung, da sage ich den Gästen immer, das ist, wo James Bond seine Autos kriegt. Das ist halt der praktische Teil unserer Forschungsabteilung. Muss man vielleicht auch dazu sagen, wir haben heute über 60 Mann, also Ingenieure, im Technikbüro. Und wir haben über 10 Mann in der Forschungsabteilung. Die Forschungsabteilung beschäftigt sich hauptsächlich mit der Entwicklung neuer Produkte bis zur Serienreife. Und in dieser Abteilung werden die halt alle getestet. Da steht ein Schwimmbecken, das ist mittlerweile über 40 Jahre alt, da ist schon alles Mögliche drin getestet worden. Und das macht natürlich Eindruck, weil wir da auch neue Elemente entwickelt haben, die jetzt demnächst auf den Markt kommen, die eigentlich noch gar nicht bekannt sind. Ja. Markus, also wirklich danke für alles. Ja, ich nehme jetzt an, du wirst mich jetzt gleich wieder zum Essen entführen, weil das hier in Italien ganz wichtig ist. Jetzt noch nicht, weil wir sind gerade aufgestanden, aber heute Abend wieder. Heute Abend wieder. Ich danke dir vor allem für die Gastfreundschaft, für die Einblicke in euer gesamtes Unternehmen und auch von unseren Zuschauern.
Ich bedanke mich auch. Kommt auf Mörderpuls zu, wenn ihr Fragen habt, schreibt mich an, schreibt Mörderpuls an. In diesem Sinne, wieder mal hier bei Schwimmbad TV mit dem nächsten Projekt, mit dem nächsten Filmprojekt und mal gucken, was als nächstes kommt. Wenn ihr Ideen habt, ab in die Kommentare damit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.